Hallöchen YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Sims 4 im Outdoor-Gelände. Ich weiß es nicht. Ich habe sie einfach wahllos in die Wildnis geschickt und irgendwie ist keiner glücklich und alle pennen auf Baumstämmen. Ich hätte mich scheinbar besser vorbereiten sollen. Aber da ich ja den Urlaub hier schon bezahle, aha, entspannt. Da ich den Urlaub hier schon für alle bezahle, sehe ich es absolut nicht ein, noch irgendwelche Betten hier zu kaufen. Wäre noch schöner. Wie schön, dass ich das für 2 Tage gebucht habe. Einen Tag hätte ich vielleicht das auch getan. Entschuldigung, am Anfang. Oder ich hätte einfach mal ein Haus nehmen sollen und nicht wirklich die nackte Natur. Aber gut, für ein bisschen mehr Urlaub müssen wir scheinbar auch noch ein bisschen mehr Kohle verdienen. Da muss die Bücher. Ich habe so einen Sprachfehler heute. Da muss die Grundel wohl noch ein paar Büchlein mehr schreiben. Lauf, Grundel. Stopp! Renn nicht an ihr vorbei. Oh. Das ist so unfair. Laufen. Ich wollte gerade sagen, schicke ich die jetzt alle hier in die Verdammnis. Hör auf zu grillen. Geh hin, mach mit dem rum. Nicht wütend toben. Tag verschönern. Tu es, Grundel. Yishi, der ignoriert dich. Du kannst ja deine Idee anpreisen, über Spielstrategie quatschen. Den interessiert es überhaupt nicht, aber es ist mir egal. Wir quatschen wahllos weiter. Sarkastisches Kompliment machen? Klar. Ja, bitten, die Sterne zu gucken. Oh, das machen wir gleich. Aber erst, wenn wir hier noch ein bisschen geschleimt haben. Weil ihr seht, Tim ist inspiriert. Hier passiert überhaupt nichts bei dem. Die Warteschlange von Grundel ist voll. Bitte versuch es später. Ja, ich mach mal hier ein bisschen Vorspulen. Oh, jetzt kommt hier... Ist es okay oder war es jetzt nicht okay? Scheinbar war es schon okay. Worüber redest du? Plaudern. Schmeicheln. Von Herzen Kompliment machen. Bla. Komm, das läuft doch. Unglaubliche hier nach Hause schicken. Nein, Muskeln zeigen. Du hast ja so viele. Kennenlernen. Ja, umarmen machen wir nicht. Das sind da alles so. Das ist wieder der Jambus. Nee, wir bleiben bei freundlich. Gemeinsames Foto machen. Gemeinsame Fotos binden. Gruppenaktivität. Oh, das machen wir gleich mit allen. Hier, fass mal an. Fass mal an, da ist echtes Silikon drin. Oh, Snob, dann passt du jetzt zu Snobby. Freundlich. Bewunderung ausdrücken. Grundel, geh nicht weg. Du musst hier noch ein bisschen... An deinen emotionalen Dingern da. Yeah, Selfie. Oh, Suna, geil. Sanft küssen, komm, wir versuchen es mal. Der ist doch inspiriert. Ich hab Angst. Eigentlich passiert das doch andersrum, oder? Oh, Hilfe. Verrückten Plan vorschlagen. Wir könnten zusammen unseren Bettlaken über den Kopf schmeißen und alle anderen erschrecken. Oder ich schmink mich einfach ab. Das hat den gleichen Effekt. Ich sehe aus wie eine bleiche Steinstatue. Da nehmen die Leute sogar ein Flugzeug, um mir zu entkommen. Yeah, voller geile Witz. Ja. Du bist so schön wie die Sonne. Nicht so schön wie ich. Ja, komm, dann mach mal hier irgendwie Schleimerei. Oh, Geschichte. Yeah, auch noch ein Foto. Scheiße. Na, egal. Lustig. Komm, wir sind mal lustig. Insider-Witz erzählen. Boah, guck mal, das läuft doch jetzt. Yeah, noch ein Foto. Oh, wir sehen so gut aus. Verschwinde! So, romantisch. Mach mal einen mutigen Anmachspruch. Hast du den Bauchnabel gekitzelt? Ich habe einen Panzer in meiner Hose. Hey, Süßer. Abgeknallt. Ja, jetzt funktioniert's. Jetzt läuft es. Flirten. Los, flirte. Unglaubliche Geschichte erzählen. Kreative Idee mitteilen. Wir müssen uns richtig Schleim scheißen erstmal. Knuddeln. Oh, hast du mir gerade ein Küsschen rübergeworfen? Du explodierst. Nee, falsch. Mein Herz explodiert, wollte ich eigentlich sagen. Du explodierst, gut. Lassen wir es dabei. Was haben wir noch?
Scheiß Inspiration, braucht doch keiner. Ach, selbstsicher ist die Alte. Kompliment über Aussehen machen. Oh, wir könnten zusammen mal wieder ins Bett gehen. Erinnerst du dich an unseren One-Night-Stand? Ich glaube, es war ein Two-Night-Stand. Schnauze, du machst nicht mit. Ich versuche hier gerade bei dem Typen zu landen. Lass mich. Geh weg. Oh, diese Frau. Huch, wer ist da? Ah, hör auf. Nein, hier müssen wir auch noch. Sorry, ich muss jetzt zweigleisig hier fahren. Red nicht mit der. Anmachen. So, Schluss. Geh da rüber. So. Diva, hä? Huh? Ich weiß gar nicht, wie ich den sprechen lassen soll. Dann flirt mal. Schmeicheln. Nach Hause schicken. Ach, guck mal da. Guck euch das an. Ja, ich muss aber hier alles gleichzeitig machen. Geht nicht anders. Ja, hier, schmeicheln. Snobby kann andere Sims jetzt um Tipps bitten. Bitte gib mir einen Tipp für meinen Tipp. Sims ohne Scherzen? Kennenlernen? Freundlich? Nach Tag fragen. Was ist das hier? Derzeitigen Beziehungsstatus. Nicht gemocht, diese Beziehung ist angespannt und wird schließlich in die Brüche gehen. Oh, okay. Tag verschönern. Ich weiß gar nicht, wie soll ich ihn denn sprechen lassen? Nee. Geh nicht weg! Meine Liebe wird nicht erwidert. Okay, ich muss mich um die Blagen mal kümmern. Und der Diego ist einfach so scheiße müde. Hier, spiel mit deinem Bruder. Mitspielen, komm. Yeah. Nicht nach Hause gehen, habe ich doch gar nicht gesagt. Oh, du bist so schlecht. Ich bin so schlecht. Es ist zum Heulen. Ja, geh mir aus den Augen. Du hast mich enttäuscht. Huch, huch, ha. Oh, süß, wie er ihn ansieht. Hey Bruder, sollen wir zusammen spielen? Hilfe, Hilfe, ich bin allergisch. Ich werde anschwellen wie ein riesiger Luftballon, wenn ich nochmal so Pollen abkriege. So wirft ein richtiger Mann. Hast du das gesehen, Süßer? Los, soll ich mich hinter dich stellen und dir zeigen, wie es geht? Ich denke gerade an Betten. Das Schlimme ist, sie sind beide im gleichen Alter. Witz über Aliens machen. Okay, hier geht die Party total ab. Grundel schläft. Habe ich eigentlich jetzt schon alle Leute verloren? Irgendwie sieht das so aus. Du bist jetzt traurig. Willst du jetzt heulen? Komm, schwärm mal von Interessen. Ach, guck mal, da ist er ja wieder. Der unsichtbare Mann. Grundel, auf zu pennen. Hör auf damit. Ach, guck mal, wie traurig er ist. Komm, du kannst mal mit ihm rumknutschen. Romantik. Komm, du kannst dir mal gestehen, dich angezogen zu fühlen. Grundel, wo bleibst du? Grundel! Wo bleibt denn das faule Stück? Oh Gott. Hallo, du gestehst hier gerade hier gleich dem Typen seine Liebe. Du kannst, deine Liebe. Komm, steh mal auf. Hör auf, komm. Ich werde niemals heiraten. Mein Herz wurde gebrochen. Snobby! Auf die Erwachsenen zu stören. Auf zu sitzen. Geh woanders hin. Quatsch mit dem. Freundlich vorstellen, so. Geh nicht weg! Achso, er geht einmal drumherum, weil das logisch ist. Huch! Das macht man im Stehen, aber egal. Mein Herz tut so weh. Rede mit ihm. Rede mit ihm, Grundel. Das war nichts Ernstes gerade. Oh, da ist aber jemand jetzt pissig. Selbstironisch scherzen. Da kann er gar nicht drüber lachen. Komm, entschuldige dich. Oh, es tut mir leid, Baby. Du bist doch der eine. Der eine für mich. Du bist doch schon ein Senior. Aber im Gesicht bist du ja noch ganz knackig. Ach, guck mal, da kann er wieder lachen. Komm, entschuldige dich nochmal. Weißt du, es tut mir leid, was da gerade passiert ist. Es ist nicht so, wie es aussieht. Ich habe zwar mit ihm geflirtet, aber ich will nur sein Geld. Das kannst du mir in einer Verpackung schicken. Es ergibt keinen Sinn. Komm, knutsch. Was passiert hier? Was? Sehr unwohl. Oh, der will es eh nicht knutschen. Zusammensitzen. Nein, du sollst ja knutschen.
Küsse. Nein. Boah, ich muss mit den Leuten nach Hause fahren. Oh, 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 oh. Was? Ja. Ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Weißt du, guck euch das an. Und dann... Ah nein, küssen will ich noch nicht. Nein, nein. Nein, nein. Oh. Arschgeige. Komm, mach Tratschen. Ja. Ich bin noch in einem guten Alter. Ich kann noch ein Kind zur Welt bringen. Ich hab Geld gekriegt. Yeah. Wow, guckt euch das an. Reich. Reich bis zum Abwinken. Über Interessen reden. Oh, euch geht's allen so schlecht. Bla. Übers Kochen reden. Wir haben zwar Hunger. Was? Was passiert hier? Hab ich doch gar nicht gemacht. Oh! Hab ich... Oh nein, alles ist weg, was wir uns so hart erarbeitet haben. Geh nicht weg. Bleib hier. Ach, das hat alles keinen Zweck. Okay, das war nicht sehr gut geplant von mir. Ich muss es zugeben. Ich muss es zugeben. Es ist hier einfach ein reines Chaos. Und ich habe das Gefühl, die Hälfte der Leute ist auch schon nach Hause gefahren. Oder wo sind die alle? Hier rennt noch einer rum. Wer bist du? Tim und Grundel sind soeben beste Freunde geworden. Oh, beste Freunde. Yeah. Das hat Potenzial. Ja, die Grundel stinkt ein bisschen. Oh, die Romanze ist komplett weg. Tim ist sehr traurig. Ah, jetzt müssen wir uns alles wieder erarbeiten. Er ist ein Bro. Yo. So. Oh, ich hab so einen Hunger. Ich könnte einen Burger verdrücken. Hier, du kannst mal die Reste da aufessen. Würstchen essen, so. Anmachen. Nach Tag fragen. Wie war dein Tag? Oh, da schwebt wieder das Geister-Eichhörnchen. Über Kochen reden. Bla, bla. Romantik. Ja, wird schwierig. Der ist ja jetzt voll angepisst. Anbrüllen kannst du mal machen. Oder ist es vorbei? Ist er jetzt gefriendzoned? Die Friendzone trifft jeden. Oder er kann jeden treffen. Oh, du Arschgeige. Ich hasse dich. Oh, das gefällt mir. Ich will aber nicht von dir angemacht werden. Unfug! So falsch. Nee, Unfug ist ja irgendwie doof. Nein, gemein ist ja noch dooferer. Komm, wir gucken mal in die Wolken. Guck in die Wolken. Das wollte ich essen. Geh nicht weg. Ich will doch noch in die Wolken gucken. Bleib stehen. Du gehst pinkeln, wenn ich es dir erlaube. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. War ein langer Tag. Ich kann nicht mehr reden. Techtelmechteltechnik kritisiert. Das ist aber auch schon fast ein Zungenbrecher. Los, kritisieren. Das wird ihm gefallen. Aber ich will auch einfach die Reaktionen dabei sehen. Und danach schicke ich die Leute nach Hause. Das hat ja echt keinen Zweck. Voll gut, dass ich die Erweiterung gekauft habe. Lohnt sich, richtig. Nee, ich muss das nächste Mal irgendwie mit Häuschen machen, mit mehr Geld. Ich werde die Grundel mal ein bisschen mehr Bücher... mein Gott. Nein, der ist eingeschlafen. ich werde sie ein bisschen mehr Bücher schreiben lassen, dann schwimmen wir in der Kohle. Ich dachte schon, du bist tot, als du auf mir gelegen hast. Ah! Nein, ich will doch, dass wir glücklich miteinander sind. Bitten in die Wolken zu gucken. Guck mit mir in die Wolken, verdammt. Hey, möchtest du mit mir in die Wolken gucken? Das ist Kinderscheiße. Oh Gott, ich fahre mit den Leuten nach Hause. Das geht ja gar nicht. Okay. Vielleicht muss ich mich ja noch ein bisschen informieren. Hummeln sammeln. Insekten sammeln. Grundel fühlt sich zu unwohl, um dies zu tun. Ja, ihr fühlt euch alle unwohl. Ja, komm, geh pissen. Nicht einschlafen. Ein erfolgreiches Date und ein erfolgreicher Campingausflug. Komm, lass es liegen. Geh einfach. Oh nein. Oh. Nicht pinkeln. Nicht neben ihr pinkeln. Sie liegt doch in der Nähe. Sie liegt in seiner Pisse. Grundel. Ach, au. Du musst duschen. Du liegst in seinem Pipi. Wieso hat die so volle Hygiene? Du lagst gerade im Pipi. Ja, geh mal pullern. Ah, ja, das Highlight des Tages. Ja, natürlich stinkst du. Geh duschen, du hast dich eingenäst. Diego, Baby? Boah, die haben einfach alle keinen Spaß. Das ist Sim-Quälerei, was ich hier mache. Ich muss die Leute nach Hause schicken. Du bist der Nächste, der einknackt. ich kann sie sammeln. Hier, noch jemand Interesse zum Einpennen? Wo ist Fabi Fabulous? Nee, also irgendwie funktioniert das nicht. Muss ich jetzt tatsächlich dann Betten kaufen?
Das ist eine Frechheit. Ich miete doch diesen Platz. Und hier rennen auch noch andere Leute rum. Ich bezahle doch dafür. Ja, danke, dass du wieder Essen verschwendet hast. Ach, Leute. Zur Unterkunft gehen. Wir haben doch gar keine. Bing. Bing. Bin ich mal gespannt. Ah, ne, der pennt noch. Boah, die Fliegen ist auch geil. Öffentliche Toilette und Fliegen. Grundel? Wer war das denn gerade? Zoom, zoom. Wer bist du? Eine alte Frau. So. Es tut mir so leid. Es ist alles so nach hinten losgegangen. Die Dates gehen nach hinten los. Meine Sims krepieren hier nacheinander. Und ich habe wieder nicht auf meinen Timer geachtet und weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Aber ich glaube, wir sind gleich irgendwie bei 20 Minuten. Ja, hat's vollgebracht. Oh, es tut mir leid, ihr fahrt jetzt alle nach Hause. Auf aktuelles Grund... Nein, nicht zentrieren. Wie kann ich den Urlaub abbrechen? Ich möchte nach Hause. Kann ich irgendwie nach Hause fahren? Grunde, tut mir so leid. Das bringt auch nichts. Ich will nach Hause fahren. Kann ich das gesellschaftliche Ereignis nicht planen? Nein. Nächstes Mal machen wir eine Würstelparty. Wie haben die das denn hier? Die haben doch auch hier so ein geiles Zelt. Schöne Musik. Gibt's das auch auf CD? Nach Hause reisen. Urlaub verlängern, dann sterben die mehr. Ja, ich bin nach Hause. Piep. Ein Klick aufs Handy und schon sind wir zu Hause. Ja. Da muss ich mir irgendwie vielleicht nochmal ein paar Gedanken machen, wie man das am besten machen kann. Erstmal nochmal ein bisschen Knete verdienen. Jetzt haben wir ja auch noch Rechnungen bezahlen müssen. Du hast Lust auf eine Rechnung, kannst nicht lesen. Ich lese immer zu spät. Es geht allen so schlecht. Okay. Babys, eigentlich sollte man sich beim Urlaub erholen. Und nicht... Was? Sitzen. Nee, nicht sitzen. So, Grundel, du hast keinen Spaß, du gehst aber jetzt schlafen. Und du hast auch überhaupt keine Energie. Ja, war doch erfolgreich. Ich würde sagen, wir gehen nachher mal mit allem Mann Fabi Fabulous besuchen oder die Mitbewohners. Das könnt ihr euch gerne aussuchen. Die Mitbewohner sind ein paar mehr Leute. Grundel, geh ins Bett. Schlafen. So. Gibt's jetzt eigentlich Abmahnung? Weil ja keiner auf der Arbeit oder in der Schule war. Yeah! Grundel hat an ihrem freien Tag... Okay. Ich krieg da auch Geld, wenn ich frei hab? Okay, das... Ne, hier, so. Die soll mal direkt ein neues Buch schreiben. Ja, Genrebuch. Komm, schreib ein Drehbuch. Oh, Wahnsinn. Das tut mir so leid. Und das Essen stinkt. Das darfst du gleich mal. Ah nee, das kann ich ja auch machen. Ich vergesse das immer. Ach so, geht nicht. Piep. Piep. Ich hoffe, ich hab's jetzt nicht da. Nö. Jetzt steht's unterm Schrank, jetzt schimmelt's da. Okay. Ja. Mal wieder ein kleiner Reinfall. Irgendwie sind das alles nur Reinfälle. Ich habe das Spiel überhaupt nicht im Griff. Ich bin so untalentiert. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.